Wir werden hier beweisen, dass für einen beliebigen Winkel x diese Formel gilt. Der Cosinus von 3 mal x ist genau dasselbe wie 4 mal cos hoch 3 von x minus 3 mal cos x. Um das zu machen, werden wir zuerst 3x einfach zerlegen in 2x plus x. Hier werden wir jetzt die Additionsformel vom Cosinus anwenden. So finden wir Cosinus von 2x mal Cosinus von x minus Sinus von 2x mal Sinus von x. Hier erkennen wir natürlich die Verdopplungsformel. Cosinus von 2x, das ist Cos² von x minus Sin² von x. Und auch hier erkennen wir die Verdopplungsformel vom Sinus. Der Sinus von 2x, das ist 2 Sin x Cos x. Also erhalten wir diese Differenz. Diesen Cosinus können wir auf diese Klammer verteilen und so erhalten wir Cosinus x mal Cos hoch 2 von x, das ist Cos hoch 3 von x. Cosinus von x mal minus Sin Quadrat von x, das macht minus Sin Quadrat von x mal Cos x. Und da steht dann noch minus 2 mal Sin Quadrat x Cos x. Also haben wir insgesamt minus 3 mal Sin Quadrat Cos x. In der Antwort ist kein Sinus mehr drin. Hier aber wohl. Also werden wir diesen Sinus in einen Cosinus verwandeln. Und das geht einfach durch die Grundformel der Trigonometrie. Denn Sinus Quadrat von x ist dasselbe wie 1 minus Cosinus Quadrat von x. Also so. Jetzt werden wir minus 3 Cos x hier noch verteilen und finden somit sofort die gefragte Differenz. Die Übung ist also schon beendet.